Du hast ein neues Buch geschrieben und das ist jetzt gerade ja, in den Handel auch gekommen. Ich finde es ganz spannend. Also der Titel habe ich erst gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe. Verantwortung oder der König in Gummistiefeln? Also vielleicht magst du erstmal was kurz zu dem Titel sagen. Was hat es denn damit auf Ja, sich? der Titel ist zum drüber stolpern, ich weiß. mein Mann hat eine Statue und die heißt The King in Wellington Boots. Und wenn ich die angeschaut habe, dann habe ich mir immer gedacht, dass es mir so surreal vorkommt, dass ein König Gummistiefel anhat. Und daraufhin habe ich mir wieder gedacht, dass es schon erstaunlich ist, wie ich so programmiert bin. Also, dass ich automatisch denke, ein König kann keine Gummistiefel anhaben. Ein König hat gefälligst ordentliche Schuhe anzuhaben und keine Gummistiefel. Und dass ich auch davon ausgegangen bin, dass wenn es regnet, der König gefälligst nasse Füße kriegt, weil er ist ja der König und er trägt praktisch diese Lederschuhe und bleibt da drin. Naja, und dann ein bisschen später habe ich ein Interview von der Queen gehört und dann sagte sie, wenn sie nach Highgrove fährt, dann zieht sie sich als erstes ihre Gummistiefel an, geht in den Wald und ist endlich sie selbst. Und daraufhin habe ich gedacht, ja, das ist halt die Eigenverantwortung. Also ich lege praktisch diese ganzen Ideen ab von dieser Königin, ziehe meine Gummistiefel an und bin ich selbst. Und ja, so kam der Titel zustande und eben auch diese Idee, was uns so daran hindert, uns manchmal einfach die Gummistiefel bildlich gesprochen anzuziehen und das zu tun, also praktisch das System zu wechseln. Und wir haben das ja so oft bei der Krankheit, dass eigentlich all diejenigen, die jetzt sich geheilt haben, auch so einen Systemwechsel gemacht haben und bildlich gesehen haben die auch die Gummistiefel angezogen, wenn es geregnet hat und sind in den Wald gegangen, wenn sie ihnen gut getan hat. Und so kam der Titel. Ja, das ist interessant, dass du, das habe ich gelesen auf dem Deckel deines Buches, also diese Verantwortung übernehmen auch mit dieser inneren Stimmigkeit gleichsetzt. Und das ist ja genau das, was du eben auch beschrieben hast, ne? Also wirklich dem zu folgen und letztendlich das zu tun, was einem gut tut, wie die Queen, die sich dann ihre Gummistiefel halt anzieht. Genau, und sich halt auch also zuzutrauen, ein System zu verlassen. Also ich denke mal, bei der Queen ist es ja auch so, die wird dann halt fotografiert und dann läuft sie schlampig rum. Und das ist ja ein ähnlicher Druck eigentlich, wie wenn wir sagen, der Arzt sagt, nimm die und jene Tablette und wir sagen, nee, mache ich nicht, ich mache was anderes. Oder unser Nachbar sagt, du musst aber das und das tun, sonst stirbst du oder du bist ja schon eigentlich geistig nicht mehr zurechnungsfähig, wenn du nicht das und das machst. Und dann einfach zu sagen, doch, genau so ist es, weil das tut mir in dem Moment gut. Und das überhaupt wahrzunehmen und zu sagen, das ist wichtig für mich und das tue ich jetzt und dafür entscheide ich mich. Und es ist ganz egal, was die Menschen sagen und es ist ja ganz egal, was sie für Ideen davon haben, wie man zu leben hat, wie man zu heilen hat, wie man erfolgreich ist. Wir sind ja eigentlich von klein auf wahnsinnig konditioniert und auch sehr konditioniert, nicht die Verantwortung zu übernehmen. Also ich meine, wir kommen auf die Welt und als erstes, anstatt dass man uns, sage ich jetzt mal, auf den Bauch lässt und die Mutter kann erstmal Grüß Gott sagen, stattdessen kommt das Baby direkt weg und dann wird erstmal geguckt, ob es überhaupt in Ordnung ist, ob es der Norm entspricht. Später gibt es dann mittlerweile solche Grusel-Apps, die gleichzeitig überprüfen, ob das Kind immer auf der Linie ist, auf der deutschen Linie, auf der internationalen Linie. Wächst es richtig? Isst es richtig? Trinkt es richtig? Lernt es richtig? Kann es die Schuhe zumachen und so weiter? Also keiner verlässt sich mehr auf sich selbst. Und dann irgendwann, ja, haben wir dann mal so eine unangenehme Situation und müssen uns im Leben entscheiden für irgendwas oder auch bei einer Krankheit. Und plötzlich sollen wir das dann selbst tun, was ja sehr hart ist, weil bisher hat es ja immer irgendwie der Computer, die Mutter, der Arzt, irgendeiner hat es ja immer für uns übernommen. Und plötzlich ist es da und wir müssen es selbst tun. Und dann kommen irgendwelche schlauen Leute, so wie wir das immer predigen und sagen,
geh in die Selbstverantwortung. Und der arme Kerl denkt sich, in welche denn so genau? Und gibst du in deinem Buch auch Tipps und Empfehlungen, wie ich denn dann in diese Eigenverantwortung überhaupt kommen kann? Ja, auch. Also ich erkläre natürlich, wie es sozusagen dazu kommt und wie wir uns auch beeinflussen lassen und welchen Vorteil es hat, wenn wir es dann tun. Und es gibt schon auch diese kleinen Übungen. Einfach mal Nein sagen, einfach mal sagen, nee, ich will zwar, was weiß ich, mit euch essen gehen, aber ich will nicht zu acht essen gehen, das sind mir zu viele Menschen. Ich möchte gerne zu zweit essen gehen oder ich möchte nicht in einem Lokal sitzen, sondern ich möchte spazieren gehen und einfach mal das sagen und zum Ausdruck bringen und nicht automatisch immer das annehmen, was da so kommt. Und ich glaube, es sind erstmal die kleinen Schritte, damit man dann irgendwann auch sagen kann, lieber Chef, nein, so möchte ich das nicht. Ich mache das jetzt anders oder ich möchte in meinem Leben mich selbst entscheiden, ob ich 100 Stunden mit Freude arbeite oder 20 Stunden oder ob ich, ja, was ich da aus meinem Leben machen möchte. Und das heißt ja auch nicht immer, dass wenn ich so und so viel arbeite oder nur so und so viele Stunden, dass es dann gut ist, sondern dass es einfach darum geht zu erkennen, was macht mir Spaß, was bringt mir Freude und wie setze ich das um und wie mache ich auch aus der Situation eigentlich eine freudvolle Situation, ja. Und ist dein Buch jetzt nur für Menschen, die gerade eine Krankheit haben? Nee, gar nicht. Also es geht auch sehr viel darum, wie wir dazu kommen. Also auch um die Erziehung und was wir vielleicht bei unseren Kindern auch beachten könnten, warum wir oft keinen Selbstwert haben, keine Intuition, also eine Verantwortung zu übernehmen, heißt ja auch eine Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, anfangen, sich in den Mittelpunkt zu stellen, warum wir das oft überhaupt nicht tun und warum wir das nicht können. Und ich denke, dass das eigentlich für jeden in Frage kommt. Also jeder muss immer und immer wieder daran denken, dass es ja in erster Linie um ihn geht und wie im Flugzeug, dass man als erstes sich die Maske aufsetzt und dann seinem Nachbarn, weil wenn man keine Luft mehr kriegt, kann man auch nicht dem Nachbarn die Maske aufsetzen. Vielen, vielen Dank. Also dein Buch nehme ich an, das kann man auf allen Auf üblichen allen. Portalen kaufen, auch auf deiner Webseite. Und ja, einfach toll, dass du so wertvolle Bücher in diese Welt bringst. Ja, ich finde es wirklich ja bewundernswert. Also Respekt und einfach toll. Vielen, vielen Dank, Miriam. Danke dir und danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast.